liebe Buschkraftfreunde. Frederik vom Kanal Prana 120 hat eine Challenge gestartet, bei der es darum geht, mit einem beliebigen Messer eine Kokosnuss zu öffnen. Der liebe Stefan 123321 hat es dann mehr oder weniger erfolgreich mit verschiedenen Foltern versucht und mir damit indirekt den Steilpass gegeben, die Nuss mal mit einem Schweizer Taschenmesser zu knacken. Ich habe hier das Ranger Grip 79 und weil ich mit diesem Messer ganz bestimmt zu wenig Gewicht habe oder zu wenig Masse habe, um die Nuss direkt aufzuschlagen, muss ich mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten. Ich möchte die Nuss auch so aufschlagen, dass ich die leere Schale danach als Trinkbecher verwenden kann, den ich auch auf einen Tisch abstellen kann. Damit ich beim Öffnen der Kokosnuss nicht gleich das ganze Kokosnusswasser mindern in der Nuss verschütte, gibt es einen kleinen Trick. Jede Kokosnuss hat drei von diesen Einbuchtungen und eine davon ist weich. Das kann man mit dem Fingernagel testen. Hart, hart, weich. Diese Einbuchtung ist weich. Und diese Einbuchtung ist darum weich, weil wenn die Kokosnuss zu Boden fällt, dann sprießt aus dieser weichen Einbuchtung der Keimling, damit eine neue Palme wachsen kann. Und hier werde ich nun den Zapfzieher reintreiben, herausziehen, dann habe ich ein Loch, um das Wasser abzugießen. Prost! Lecker. So, leer. Kommt nichts mehr raus. Außer ein paar Tropfen. Okay, nun werde ich versuchen, die Nuss zu öffnen.